Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit euch Alpina Sturm Optik Farbton Silber ausprobieren. Ja, das gibt es auch in Anthrazit, aber das möchte ich in einem Livestream verarbeiten. Und wir schauen uns heute einfach mal an. Was ist das? Was kann man damit machen? Und wie sieht das überhaupt aus, wenn man verschiedene Untergründe hat? Viel Spaß! Da könnt ihr mal sehen, wie klein dieses Gebinde ist und damit kannst du 10 Quadratmeter machen. So, aber bevor es losgeht, möchte ich mir das erstmal anschauen. Wir haben hier das Sturm Optik Gebinde in Silber. Das gibt es auch nochmal in Anthrazit, aber ich fand halt Silber, irgendwie ist mal was anderes, ist mal was Neues. Ich habe so viele dunkle Töne, deswegen will ich auch mal was Helles und Glänzendes ausprobieren. Wir machen das erstmal auf und schauen uns mal an, wie das aussieht. Und das Material ist hier auf Wasserbasis. Das Coole dabei, das ist so ein Quarzsand-Farbgemisch. Wie gesagt, hier in dem Ton Silber. Und von der Konsistenz her ist es wie ganz normale Farbe, würde ich sagen. Ja, Freunde, hier haben wir das Objekt der Begierde. Wir gehen an meine Testfläche, um uns diese Technik einfach mal anzuschauen. Und viele fragen dann auch immer, ey Maler, wie sieht das aus? Kann ich das auch auf eine Raufasertapete drauf machen? Oder wie muss der Untergrund sein? Und deswegen testen wir das heute auf einer Raufasertapete und auf einer Wand, wie sie eigentlich sein sollte. Nämlich glatt, Tapete runter, pigmentiert, grundiert. Wenn das interessiert, klickt mal oben auf das Video. Da habe ich euch das mal gezeigt, wie das funktioniert. Und ja, auf dieser Fläche testen wir das. Ja, die Werkzeugfrage ist auch ziemlich interessant, denn zum Verarbeiten brauchen wir nur so einen Pinsel. Ich habe den jetzt auch zufälligerweise auch von Alpina durch eine andere Technik, wo der mit dabei war. Aber es geht natürlich auch mit jedem anderen Pinsel, der so in der Form aussieht. Der ist relativ soft. Das ist halt gut, um dieses Material schön zu verarbeiten durch den Quarzsand. Aber das schauen wir uns jetzt an. Ja, Freunde, ihr wisst genau, ich habe ein Faible für sowas. Ich bin mega aufgeregt und gespannt, was jetzt passiert. Die jungfräuliche Technik. Machen wir oben an. So, ich stupfe mir jetzt einfach ein bisschen was drauf und gehe dann auch in so einer schrägen Richtung darüber. Okay. Geh mal so eine schräge Richtung drüber. Du kannst jetzt aber auch so drüber gehen oder so, wie du auch mehr möchtest. Aber ich finde das schön, wenn das solche schrägen Züge über die Fläche hat. Das ist jetzt persönlich mein Geschmack und deswegen gehe ich auch diese Richtung. Und das Geheimnis ist dann, das Material dünn aufzuziehen und sich das dann so zu verwischen. Das erinnert mich ein bisschen an die Rosttechnik von Alpina. Da war das nämlich genauso. Guck, ich tue mir das richtig schön verstreichen. Man soll nicht jetzt hingehen, sich hier die Farbe drauf machen und das dann so, dass das deckend ist, weißt du? Das soll man gar nicht machen, sondern man soll sich das wirklich richtig, richtig grob hier rausstreichen, richtig ein bisschen mit Kraft vielleicht noch und sich das dann hier so rausholen. So, jetzt erwische ich das noch ein bisschen, dann gehe ich auch nochmal hier so lang. Ja, es sieht noch von der Lichtspiegelung hier oben ein bisschen komisch aus. Mich persönlich packt das jetzt auf der Raufaser noch nicht. Wir haben jetzt hier diese Quarzsandablagerung noch drin. Es kann sein, dass sich das jetzt mit der Zeit durch das Trocknen noch ein bisschen verdunkelt und sich dieser Ton noch ein bisschen verändert. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr denn davon? Ich bin da jetzt ein bisschen unschlüssig. So, dasselbe Spiel machen wir jetzt hier oben auch noch. Ich fange jetzt mal hier in der Ecke an und verschlichte das auch. Wirklich nicht zu viel drauf machen. Ohne Scheiß, das macht einen ganz anderen Eindruck wie auf der Rauphase. Heftig. Warte mal, das will ich jetzt mal gleich im Ganzen sehen. Aber wenn man im Eifer des Gefechts ist, kann man auch richtig Quadratmeter machen. Guck mal hier, wie man sich hier so einen ganzen Teilbereich einfach wegstreicht. Richtig gut. Pinsel könnt ihr ganz normal mit Wasser auswaschen. Ups, dann ist er wieder wie neu. Und ich würde sagen, wir lassen die Fläche trocknen und schauen sie uns dann im fertigen Ergebnis an. Wie
Diese Technik ist auch interessant bei unterschiedlichen Lichtstimmungen. Denn je nachdem, wie das Licht einfällt, sieht diese Technik total anders aus. Also jetzt momentan ist alles schön ausgeleuchtet und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn man das Licht ein bisschen verändert. Ja, so Freunde, so sieht das Ganze aus, wenn man das Licht mal ein bisschen verändert. Ich habe jetzt nur noch die Lampe in der Ecke an. Und hier sieht man, wie krass diese metallische Struktur rauskommt. Ich finde, das sieht richtig fett aus und macht auch einen super Eindruck. Oder? Das sieht richtig massiv aus. Und finde, wenn ich jetzt in den Display reingucke, muss ich sagen, es erinnert mich auch so ein bisschen an Marmoroptik, ne? An Stein irgendwie. Richtig geil, ey. Und die Wirkungsweise auf eine Raufasertapete finde ich persönlich richtig traurig, weil man kann erkennen, dieser Quarzsand hat sich in der Struktur der Raufasertapete festgesetzt und es ist überhaupt kein richtiges Muster entstanden. Ja, okay, kann man schön finden oder auch nicht. Mir persönlich gefällt es überhaupt nicht, ja, weil dieses unruhige Muster da ist. Klar, sie glänzt, sie sieht ein bisschen anders aus, aber der eigentliche Sinn und Zweck dieser Technik wird dadurch leider nicht erfüllt. Für 39 Euro im Hornbach habe ich mir die gekauft. Ich finde, das ist eine super Technik für Einsteiger, um sich ein paar Highlights rauszuholen. Von der Verarbeitung war das so einfach. Man muss einfach nur darauf achten, alles schön zu verstreichen, ein bisschen zu schrubben, nicht zu viel Auftrag zu machen, weil sonst hat man überall komische Quarzsandstrukturen. Ja, so sieht das schon richtig gut aus. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ab damit unten in die Kommentare. Und über ein Däumchen würde ich mich auch freuen, aber nur, wenn es euch gefallen hat. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen. Und abonniert auch die, genau, Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neue Videos hochkommen. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!